ein bisschen an den Themenschwerpunkten. Wir waren in Berlin mit Christian Hürte. Wir waren jetzt wieder in der Region, in Mitteldeutschland, zumindest mit Ihnen, aber auch den Erfahrungen aus Europa, die Sie mitbringen. Wir sind aber heute in Bad Liebenstein und da kommt auch die Frage an Dr. Michael Brotführer, den Ortsbürgermeister. Die kommt von Frau König. Welche kommunalpolitischen Schwerpunkte sollte die Kurstadt Bad Liebenstein in den kommenden Jahren hier setzen? Was sind die Dinge, die hier ganz wichtig sind? Was ist sozusagen Ihr Masterplan für Bad Liebenstein? Das sind auch die Dinge, die Leute hier vor Ort interessieren. Wir waren jetzt in Europa, wir waren im Bund, in den Ländern sozusagen. Aber ich sage mal so, wir sind jetzt hier. Aber wir merken ja, wie das Einfluss auch auf uns hat. Letztendlich wieder angekommen, richtig. Also jetzt kann man auch mal sehen, sozusagen, wie es sozusagen schichtweise sozusagen unten an der Basis ankommt. Was die Einheitsgemeinde Bad Liebenstein angeht, insbesondere Liebenstein als Kurstadt natürlich, ist es sozusagen ein attraktiver Standort für den Gesundheitstourismus. Ich hatte vor ein paar Wochen oder Monaten, als die Ministerpräsidentin hier in Bad Liebenstein war, so mal darauf hingewiesen, dass das vielleicht noch nicht ganz so in Erfurt angekommen ist, dass der Thüringer Wald nicht nur Wintersportdomizil ist, sondern auch ein Gesundheitsdomizil tatsächlich. Und da ist so ein Stück weit in meinen Augen der noch nicht leuchtende, aber noch stärker in Zukunft hoffentlich leuchtende Leuchtturm Bad Liebenstein. Wir hatten es eingangs gehört, dass Bad Liebenstein ein traditioneller Kurort letztendlich in Thüringen ist. Ich möchte mal sagen, in früheren Zeiten vielleicht auch der bekannteste Kurort. Und hat natürlich hier auch eine historische Ausprägung, sage ich mal so, dieses Kurwesens. Und das hat man in der Vergangenheit durchaus von Seiten der Stadt vielleicht noch nicht hinreichend vermarkten können. Da gibt es sicherlich Potenziale für die Vermarktung. Aber natürlich ist es auch so, dass man auch die Partner im Land sozusagen braucht, die letztendlich auch genau im Tourismusbereich, Tourismuswirtschaft, natürlich hinschauen, wo können wir das machen. Im Thüringer Wald ist der absolute Fokus momentan auf Oberhof gelegt. Ich hatte mal mit einem leichten Seitenhieb sozusagen auch in Richtung Landesregierung mal mitgeteilt, dass man vielleicht in Bad Liebenstein mit weniger mehr rausholen kann, als das, was in Oberhof gerade passiert. Ich denke, dass auf dem Rennsteig, meines Erachtens über 160 Kilometer Länge der Wanderweg, Rennsteig, sozusagen mit einem Leuchtturm sozusagen, ist er doch schwach ausgeleuchtet, der Rennsteig. Ja. Und da sage ich an der Stelle schon, da muss in Zukunft der Fokus stärker hier liegen, in der Gesundheitswirtschaft, im Gesundheitstourismus vor allem. Das bringt uns hier Kaufkraft hier in den Ort, das schafft uns, sichert uns Arbeitsplätze im Gesundheitswesen. Wir haben hier ein sehr starkes Nachfragepotenzial, auch nach Arbeitskräften, nach Fachkräften insbesondere auch natürlich. Und dazu kommt auch, dass so ein Gesundheitsstandort an sich auch ein attraktiver Wohnstandort ist, muss man auch dazu sagen. Kurorte haben sich in der Regel dort entwickelt, wo sie auch eine schöne, ich sag mal so, wo es eine schöne Umgebung letztendlich gibt. Und die haben wir hier in Bad Liebenstein, in der neuen Stadt Bad Liebenstein, von der Natur gegeben, sage ich, aber eben auch von der Infrastruktur und auch eben ganz besonders auch von der Historie, dass wir die Anlage haben, sozusagen uns noch ein Stück weit stärker nach außen darzustellen. Dazu brauchen wir die entsprechenden Ansprechpartner, dazu brauchen wir die höheren Ebenen. Da sind wir wieder beim Land, beim Bund, vielleicht auch auf der europäischen Ebene letztendlich. Und das ist auch mein Anliegen, mein persönliches Anliegen, sozusagen den Scheinwerfer auch ein Stück weit hier auf diese Stadt hier zu leuchten oder zu lenken. Und dass sich diese Stadt, das ist eben ihr Potenzial, auch überregional stärker darstellt und dass sie ein Anziehungspunkt stärker wird in der Zukunft.